Sehr geehrte Damen und Herren, als geschäftsführender Hofmann der Stadtkapelle Wolfsberg unter der musikalischen Leitung unseres Kapellmeisters Herrn Arthur Lanzer darf ich, Franz Weilberger, Sie auf das Herzlichste zu unserem Konzert am Stephanenthal willkommen heißen. Unser langjähriger Hofmann, Magister Paul Wolf, hat seine Funktion nach insgesamt 14 Jahren zurückgelegt. Das heißt, ich glaube, ein besonderer Applaus. Darf ich den Präsidenten der Stadtkapelle Wolfsberg und Bürgermeister Herrn Hans-Peter Schlagholz. Unseren Stadtpfarrer Herrn Christoph Kanitzki.
Den Direktor der Musikschule Wolfsburg und Bezirkskapellmeister Herrn Daniel Weinberger. Sowie alle anwesenden Gemeinde- und Stadträte. Weiters begrüße ich unsere Ehrenmitglieder. Josef Bertl, Oberamtsrat außer Dienst, herzlich willkommen. Reinhold Fritz, Edith Partner und Herrn Rudolf Ortner, danke, dass du den weiten Weg zu uns gefunden hast. Ich begrüße auch Abordnungen anderer Musikkapellen, herzlich willkommen. Dann möchte ich die Presse begrüßen von der kleinen Zeitung. Und Vertreter von AVS Kindergarten, Frau Kurz-Bigit, und von Cara Musica, die Frau Beck-Birgit. Durch das Programm führt in bewährter Weise unser Sprecher Maximilian Theiss. Wie in heiliger Nacht, ich plötzlich einmal aufgewacht. Da stand das Christkind vor dem Bett und lächelte gar lieb und nett. Danach hieß es, mich aufzustehen und nach den Weihnachtsbäckchen sehen. Die funkelten wie Edelstein, ach, könnt doch immer Weihnacht sein. Da gab es eine Eisenbahn und noch ein Pferd aus Marzipan. Ein Märchenbuch lag auch dabei. Da sprach das Christkind 1, 2, 3 und gab mir einen sanften Kuss. Der Traum fand einen jähen Schluss. Ich wachte auf und wusste bald, jetzt bin ich wirklich wach, doch halt. Da lag es, war wunderbar, die schönen Bäckchen wirklich da. Das Pferdchen lächelte mich an und auch die schöne Eisenbahn. Im Märchenbuch auf Seite 7, da stand für mich allein geschrieben, auch Träume werden manchmal wahr. Das Christkind war wohl wirklich da. Mit diesem Weihnachtsgedicht darf auch ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, zum 64. Stefani-Konzert der Stadtkapelle Wolfsburg auf das allerherzlichste Willkommen heißen. Weihnachtlicher und festlicher kann ein Konzert nicht beginnen, als mit Händels 1741 komponierten Halleluja aus dem Oratorium der Messias. Mit Elisabeth wechseln wir aber gleich das musikalische Genre und begeben uns damit in die Welt des Musicals. Seit der Uraufführung in Wien 1992 begeisterte das erfolgreichste deutschsprachige Musical mehr als 2 Millionen Besucher auf der ganzen Welt. Es erzählt die wahre Geschichte von Elisabeth, der berühmtesten Kaiserin von Österreich, deren Leben am Wiener Hof wie ein romantisches Märchen begann, sich jedoch schnell zu einem Drama voller Entbehrungen und Machtkämpfe entwickelte. In einer Zeit, in der strenge und starre Regeln den Ablauf bestimmten, in der persönliche Freiheit noch keinen besonderen Stellenwert hatte, trat eine junge Frau in Erscheinung, die sich über all diese Einschränkungen am kaiserlichen Hof hinwegsetzte und sich von den höfischen Konventionen nicht einschüchtern ließ. Mit aller Kraft kämpfte sie für ihr persönliches Glück und für ein zufriedenes Leben. Hören Sie nun die Ouvertüre aus Elisabeth, dem Musical, nach einem für Blasorchester bearbeiteten Arrangement von Johann de Mee, vorgetragen von der Stadtkapelle Wolfsburg. Gute Unterhaltung. Thank you.
heißt werden, Leben heißt lernen. Wenn du das Gold von den Sternen suchst, musst du allein hinaus in die Gefahr. Weit von hier fällt Gold von den Sternen, du kannst es finden, da draußen, wo noch keiner war. Mit diesen berührenden Worten bleiben wir noch beim Musical, kommen aber zu einer kleinen Programmänderung. Statt dem angekündigten Ich gehöre nur mir, hören Sie nun im Anschluss Gold von den Sternen. Aus dem Musical Mozart mit Texten von Michael Kunze und der Musik von Sylvester Levay. Das Musical erzählt die Geschichte und das Leben des weltbekannten österreichischen Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Gold von den Sternen ist eines der bekanntesten Lieder aus dem Musical. Es handelt davon, seine Ängste vor dem Unbekannten zu überwinden und in die Welt hinauszugehen, um dort sein Glück zu finden. Und in diese unbekannte Welt hinaus, sehr geehrte Damen und Herren, geht nun die erste Solistin des heutigen Abends, Sophie Reishofer. Bevor Sophie aber ihre eindrucksvolle Stimme erklingen lässt, noch ein kurzes Gedicht, in dem es um Ängste ganz anderer Art geht. Amon kommt überraschend heim, doch sieht er und er glaubt es kaum, was er nie für möglich gehalten hätte, zwei fremde Stiefel unterm Bett. Ha! Schreit er. Weckt die Gattin auf, jetzt komm ich auf dein Falschheit drauf. Der huckt bestimmt in ein Versteck. No warte, wann ich den entdeck. Er reißt die Tür zur Kugel auf. Da ist er nicht! So schreit er drauf. Am Blick, er ist ja doch nicht blöd. Auf alle Fälle unters Bett. Da auch nicht! No, wo ist er schon? Und hierzer schaut er in das Klo. Du auch nicht. Und schon siehst ihn hosten, ins Zimmer zurück, zum Kleiderkosten. Er reißt die Tür auf, drin steht einer, und leider Gottes, kein schwacher Kleiner. Ein Riesenlauter, unbekannt, mit einem Revolver in der Hand. Da haut er schnell die Tür zur Tschin und sagt, da ist er nicht drin. Gute Unterhaltung nun mit Gold von den Sternen aus dem Musical Mozart, solistisch dargebracht von Sophie Reishofer. Du musst hier vor der Macht der Welt.
Balladenzyklen. Die Handlungen der Balladen wurden seit dem Mittelalter immer wieder umgedichtet und weiterentwickelt. Galt Robin Hood zu Beginn als gefährlicher Wegelagerer einfacher Herkunft, wandelte sich die Figur im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts schließlich zum Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit, der mit seinen Merry Men, zu Deutsch mit seinen fröhlichen Gefährten Bruder Duck, Little John und Will Scarlet, den Reichen nimmt und den Armen gibt. Über die Existenz Robin Hoods als reale historische Figur ist bis heute nichts bekannt. Was man aber weiß, ist, dass die Bezeichnung Robin Hood im 13. Jahrhundert in England ein gebräuchlicher Spitz- und Beinamen war, der synonym für das Wort Gesetzesbrecher stand und auch als solcher häufig benutzt wurde. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich Robin Hood mit seinen Männern im Sherwood Forest vor dem Sheriff von Nottingham und damit vor dem Gesetz versteckt hält. Nicht durch einen Wald, sondern durch eine Wüste wanderte jeder Mann im folgenden Gedicht. Amon, der fast der ganze Wochen, ist durch den Wüstensand gekrochen, siegt jetzt ein Herr, wie preist er den, wie durch ein Wunder vor sich stehen. Der hat einen Bauchladen, sie gestatten, Krawatten, lieber Herr, Krawatten. Ich brauch keinen Binder, ich brauch Wasser, keicht der verzweifelt, als er bloßer. Ich hab kein Wasser, lieber Herr, nur die Krawatten, bitte sehr. Ich kann, hörst den fast warnend rein, des Wurz Krawatten nimmer hern. Doch mein Vermögen alles kehrt ihnen für Wasser, sonst sägen's bald an hinnen. Doch der pfeift aus dem gleichen Loch, Krawatten bitte, kaufen's doch. A Wasser, keicht der arme Heiter und kriecht mit letzten Kräften weiter, wobei er fast im Sand versinkt, er hofft, dass ihm bald Rettung winkt. Und wirklich, nach dem Wüstensand grüßt ein Hotel am Wüstenrand. Dort kriecht er hin auf alle Viere und landet vorm Hotelportier. Kein Sekt, kein Schnaps und keine Weine. Ach, Wasser, lassen Sie mich schnell eine. Die Antwort kommt mit Satans Klang.
bedauere, Herr. Krawattenzwang. Guten Abend nun mit Robin Hood, Prince of the Thieves. Thank you.
Das zweite Halleluja des heutigen Abends ist ein Lied des kanadischen Komponisten Leonard Cohen. Der Titel wurde 1984 veröffentlicht. Es existieren zahlreiche Coverversionen anderer Musiker. Die bekanntesten stammen von Jeff Buckley und der A Cappella-Formation Pentatonix. Bevor nun die nächsten Solisten, Günther Dohr, Jakob und Judith Dohr und Sophie Reishofer, mit diesem Welthit für Sie Ihre unverkennbaren Stimmen erklingen lassen, erlauben Sie mir noch ein kurzes, informatives Gedicht zum Besten zu geben, das Ihnen allen erklärt, warum in manchen Häusern kein Christbaumspitz oder Strohstern, sondern ein Engel ganz oben auf dem Weihnachtsbaum sitzt und meist mit einem verzwickten Grinsen im Gesicht auf uns herabschaut. Das Weihnachtsfest war wieder da. Drum sollt ihr heute erfahren, was dort am Nordpol einst geschah, zur Weihnachtszeit vor 100 Jahren. Der Weihnachtsmann war sehr im Stress, 3 Tage noch bis zum Bescheren, doch wollt an jenem Tag indes fast alles ihm das Fest erschweren. Schon morgens hatte es gekracht, ein Wichtel war schwer eingebrochen, der hatte wohl davor zur Nacht dem Glühwein heftig zugesprochen. Dann kam die große Tanne an. Ein Weihnachtsengel war der Spender, da suchten erstmal alle Mann vom letzten Jahr den Christbaumständer. Das nervte Santa Claus doch sehr. Der Ständer wurde nicht gefunden, der Engel trug den Baum umher und störte den Betrieb seit Stunden. Dann ließ der Wichtel Waldemar den Riesensack mit Spielzeugsachen, wo jedes Stück zerbrechlich war, vom Fließband auf den Boden krachen. Da lagen dann die Nerven blank. 3 Wichtelmänner und 2 Elfen, die feierten schon länger krank, wer konnte ihnen da jetzt schnell helfen? Vom heiligen St. Nikolaus, da wollte er Ersatz erbitten, doch erst fiel prompt sein Rechner aus, dann brach die Sitzfläche vom Schlitten. Erstmal eine Pause, heiß und frisch, brühte er Tee in einer Kanne, der Engel fegte sie vom Tisch, der mit der großen Weihnachtstanne. Dann gab es einen Kurzschluss, Lichter aus, und es hat auch verbrannt gerochen. Danach ist bald im ganzen Haus das große Chaos ausgebrochen. Der Weihnachtsmann kroch durch den Raum, da ist die Brille ihm entglitten. Der Engel mit dem Weihnachtsbaum zertrat sie ihm mit sanften Schritten. Pure Verzweiflung packte ihn. Da hörte er einen Engel fragen, wo stecke ich den Baum jetzt hin? Das konnte er nicht mehr ertragen. Du kannst in dir, schrie er dann auch in seiner Wut, in seiner Hitze. Und so entstand der schöne Brauch vom Engel auf der Christbaumspitze. Es dauert ein bisschen. Genießen Sie nun Halleluja von Leonard Cohen, gesungen für Sie heute Abend von unseren 4 Solisten der Stadtkapelle Wolfsberg, die beim Refrain auf Ihre tatkräftige Unterstützung hoffen und Sie zum Mitsingen und Mitsummen einladen. Danach bitten wir um eine himmlische Pause von ca. 20 Minuten. Vielen herzlichen Dank. And a major lift, their perfect king comes.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bending on the roof, her beauty on the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. From your lips she drew. Maybe there's a God above, and all I've ever learned from her was how to shoot somebody who had too young. It's not a cry that you hear at night, it's not someone who has seen the light. It's cold and it's a broken heart. Thank you.
Sehr geehrtes Publikum, auch heuer haben wir wieder neue Mitglieder in unseren Reihen. Das Stefani-Konzert bietet dafür alle Jahre den perfekten Rahmen, um unsere neuen Mitglieder sehr herzlich willkommen zu heißen. Ich bitte dafür unseren Präsidenten, Herrn Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz, unsere Jugendreferentin Stephanie Bolster und unseren Kapellmeister Arthur Lanzer zu mir heraus. Als Jugendreferentin habe ich die Ehre, gemeinsam mit unserem Präsidenten und unserem Kapellmeister die Urkunden zu überreichen. Dafür bitte ich jetzt Lia Lackner, Melissa Walzel, Nikolas Polesnik und Elias Schiefel zu uns heraus. Vor der Überreichung darf ich Sie, Herr Bürgermeister, um ein paar Worte bitten. Ja, danke vielmals. Geschätzte Damen und Herren, liebe Freunde der Stadtkapelle Wolfsberg, geschätzte Ehrenmitglieder, die Sie gekommen sind, und geschätzter Herr Kapellmeister, liebe Musikerinnen und Musiker, wie alle Jahre immer wieder ein ganz besonderes Ereignis, im wahrsten Sinn des Wortes ein Festkonzert, das wir immer zu Gehör bekommen. Und es ist auch immer schön zu sehen, wie gut das honoriert wird. Vormittag volles Haus, jetzt am Abend volles Haus. Das ist schon ein Beweis dafür, für die großartige Arbeit, die hier geleistet wird, im Vorfeld mit der Jugend und dann direkt mit der Kapelle durch dich, Herr Kapellmeister. Dafür einmal dir ein herzliches Dankeschön für deine Mühewaltung. Du fährst ja immerhin von Völkirchen herunter. Und das mehrmals oft die Woche, um mit unserem Klangkörper der Stadtkapelle Wolfsberg hier zu proben und das Beste herauszuholen. Im wahrsten Sinne des Wortes eine hohe Profession, die dahinter steckt. Vielen herzlichen Dank einmal von dieser Seite. Ich möchte die Gelegenheit aber auch heute nutzen, um auch Danke zu sagen, dem nach 14 Jahren äußerst aufopferungsvoller Arbeit, die er geleistet hat, den Herrn Magister Paul Wolf für seine Tätigkeit als Obmann. Er hat wirklich in einer Phase, wo man nicht gewusst hat, die Probelokalitäten waren nicht in Ordnung, das eine, das andere nicht. Und der hat aber mit Akribie, ohne Lautstärke zu verwenden, aber mit einer Beständigkeit daran gearbeitet. Und wir haben richtige Ziele, so hoffe ich, dann auch erreichen können. Magister Wolf, dir ein herzliches Dankeschön für eine großartige, vorbildliche Arbeit. Ist natürlich eine Herausforderung für die Neuen, Herr Greilberger. Du weißt, was auf dich zukommt. Jetzt bist du Geschäftsführer, dann wird man mal zum ordentlichen Vorsitzenden Obmann gewählt. Und es ist immer wieder was Schönes, wenn man vernehmen darf, dass Leute bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, ehrenamtlich tätig zu sein, die Ärmel hochzukrempeln, viele, viele Stunden viel Müll auf sich zu nehmen. Und das zeichnet dich auch aus. Danke dir recht herzlich. Du spürst ja immerhin, die Stadtkapelle ist ja durch drei Familienmitglieder. Habe ich das richtig? Ja. Gott sei Dank sind wir fast ein Familienverein. Wäre gut, dass ich nicht spiele. Auf alle Fälle danke für deine Bereitschaft und alles Gute für die Zukunft. Der Blick richtet sich klarerweise immer nicht nur in die Zukunft. Und was wäre eine Zukunft ohne Jugend? Weil die Jugend ist die Zukunft. Und das, was hier in den Musikschulen und in den Kapellen geleistet wird für unsere Jugend, und was letztendlich wir von den jungen Leuten zurückbekommen, in so großartiger Art und Weise, das ist zum einen eure Organisation, dafür danke ich euch, aber zum anderen auch das große Talent, das dahinter steckt und dahinter euch jungen Leuten. Ihr beweist der Gesellschaft, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die Talente junger Menschen zu wecken, zu leben, sie zu fördern und letztendlich auch zum Durchbruch und zur Geltung zu bringen. Dafür ein herzliches Dankeschön allen jungen Leuten und allen, die um die Jugend bemüht sind. Das ist der wichtigste Beitrag, den wir leisten können, wenn wir in einer so einen friedlichen, einer gesellschaftlichen intakten
Lebensraum leben können. Dazu gehört eine intakte Kulturarbeit und das wird hier im musischen Bereich in großartiger Art und Weise vorgelebt. Dafür euch ein herzliches Dankeschön. Ihnen allen wünsche ich natürlich jetzt im Nachhinein verspätet wie immer am 26. schöne Weihnachten. Ja. Bis Maria Lichtnis kann man das eh noch tun. Und natürlich wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, vor allem Gesundheit, Glück, Erfolg und vor allem Frieden in unseren Breiten. Und dass wir weiterhin so gesegnet sind von so großartigen musikalischen Darbietungen und von so großartigen Menschen, die heute hier auf der Bühne ihr Bestes geben, zu unserer Freude und zu unserem Wohlen. Einen schönen Abend noch heute mit der Stadtkapelle Wolfsberg. Unsere Neuzugänge Melissa Walzel an der Querflöte und Nikolas Bolesnik am Schlagzeug offiziell mit einer Urkunde als Mitglieder der Stadtkapelle Wolfsberg willkommen heißen. Auch in diesem Jahr können wir mit Freude zwei Leistungsabzeichen überreichen. Diese gehen an Lea Lackner, die ihre Bronzeprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen hat, und Johannes Rieger, der seine Goldprüfung mit sehr gutem Erfolg bestanden hat, jedoch heute leider nicht anwesend ist. Des Weiteren gratulieren wir Elias Schiffal und Nikolas Bolesnik, die erfolgreich beim Wettbewerb Musik in kleinen Gruppen teilgenommen haben. Elias hat mit der Gruppe Trumpets vor Lavandal unter der Leitung von René Lackner 88 Punkte erreicht. Nikolas hat mit der Gruppe Sauerkraut unter der Leitung von Clemens Hofbauer 87 Punkte erreicht. Ich darf den fleißigen Jungmusikern nochmals herzlich gratulieren und das Wort wieder an Lisa Schauer übergeben. Unser drittes Benefiz Open Air am Musikschulplatz statt. Dieses Jahr haben uns der Chor Karo Musiker und das Saxophonorchester der Musikschule Wolfsberg unterstützt. Die Einnahmen dieses Konzertes werden wie immer für wohltätige Zwecke gespendet. Gemeinsam konnten wir rund 1200 Euro an freiwilligen Spenden einnehmen. In den Jahren davor haben wir bereits ähnliche Beiträge eingenommen und an die Kärntner Kinderkrebshilfe gespendet. Heuer haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, diesen Beitrag an den AVS-Förderkindergarten in St. Marien zu spenden. Zur Überreichung dieses symbolischen Schecks bitte ich nun die Leiterin des Kindergartens, Frau Birgit Kurz, einen Vertreter des Chors Karo Musiker, Frau Birgit Beck zu mir und den Leiter des Saxophonorchesters, Magister Günther Dorr, zu mir heraus.
Der Förderkindergarten mit dem Standort St. Marien ist ein Angebot der AVS Kärnten, Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärnten. Er wird geführt mit einer Fördergruppe und einer integrativen Fördergruppe. Derzeit betreuen wir 25 Kinder, ungefähr im Alter circa zwischen 3 und 10 Jahren, mit und ohne Beeinträchtigung. Und ja, die Freude war riesengroß und wir danken von Herzen für diese großzügige Spende. Wenden wir uns nun der Operette zu. Das dreiaktige Werk der Zigeunerbraut gilt, da sie die beschwingten Walzermelodien der goldenen Wiener Operettenära mit den feurigen Csadas-Klängen der ungarischen Volksmusik gekonnt vereint. Zum Stück. Die Handlung spielt zur Regierungszeit Kaiserin Maria Theresias. Die letzten Türken haben gerade das Land verlassen. Auch der reiche Gutsbesitzer Barinke musste Ungarn verlassen, da er sich zu sehr mit den fremden Herren, den türkischen Landsmännern, angefreundet hatte. Die hinterlassenen Güter wurden konfisziert, vom einstigen Prunk ist nur noch wenig übrig und zu Hause in den Trümmern des Schlosses Zigeuner. Unter ihnen auch der Schweinezüchter Zuban, der die Ländereien der Barinkes für sich in Anspruch genommen hat. Nach langjährigen Kriegswirren kehrt der junge Sándor Barinke auf den Gutsbesitz seiner Familie in die ungarische Heimat zurück. Durch ein königliches Dekret wird ihm der väterliche Besitz zurückerstattet. Das Dekret muss jedoch für seine Rechtsgültigkeit von allen Beteiligten unterschrieben werden. So auch vom Schweinezüchter oder Schweinebaron Zuban, der jedoch des Schreibens und des Lesens nur wenig mächtig ist und kaum Interesse zeigt, die Ländereien an Barinke zurückzugeben. Hören Sie nun das wohl bekannte Couplet des Schweinebarons Zuban, ja, das Schreiben und das Lesen, vorgetragen vom dritten Solisten des heutigen Abends, den Sie auch ganz ohne Anmoderation nur aufgrund seiner charakteristischen Stimme sofort erkennen würden. Magister Günther Dohr. Gute Unterhaltung. Hier bin ich und was soll ich hier? Nur unterschreiben ins Papier. Schreiben hab ich mit Verdruss, nicht eine blaue Nuss. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fort gewesen, denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen, auch komm ich nie bei mir. Sonder Wetterpader blüht, blieb mir Schweinezüchter, red ich euch nicht. Ja, mein idealer Lebenszweck ist Prostevieh, ist Schwein, ist mit mein idealer Lebenszweck. Love.
Lebenszweck. Jetzt passt der Vieh, ist Schweinespeck, jetzt passt der Vieh und Schweinespeck. Seit ihrer Gründung Anfang der 1980er Jahre hat sie mehr als 130 Millionen Alben verkauft. Neben dem Sänger und Bandleader John Bon Jovi trug vor allem der Komponist Desmond Child wesentlich zum Erfolg der Band bei, der Hits wie Living on a Prayer oder It's My Life komponierte. Im Zuge der Vorbereitungen des nächsten Textes, sehr geehrte Damen und Herren, war ich mir nicht sicher, wer sich von Ihnen über diese Geschichte amüsieren würde. Entweder all jene, die im Besitz einer Hauskatze sind und daher ganz genau verstehen, worüber ich erzähle, oder eben alle anderen, die nicht im Besitz einer solchen sind und denen daher die nachfolgende Geschichte absurd und total verrückt erscheint, gerade so, als hätte sie jemand frei erfunden und sich ausgedacht. Die Geschichte trägt den schönen Titel 14 Punkte, wie man einer Katze eine Pille verabreicht. Erstens, nehme Sie die Katze in die Beuge Ihres linken Armes, so, als ob Sie ein Baby halten. Legen Sie den rechten Daumen und Mittelfinger an beiden Seiten des Mäulchens an und üben Sie sanften Druck aus, bis die Katze es öffnet. Schieben Sie die Pille hinein und lassen Sie die Katze das Mäulchen schließen. Zweitens, sammeln Sie die Pille vom Boden auf und holen Sie die Katze hinterm Sofa hervor. Nehmen Sie sie wieder auf den Arm und wiederholen Sie den Vorgang. Drittens, holen Sie die Katze aus dem Schlafzimmer und schmeißen Sie die angesauerte Pille weg. Viertens, nehmen Sie eine neue Pille aus der Verpackung, die Katze erneut auf den Arm und halten Sie die Tatzen mit der linken Hand fest. Zwingen Sie den Kiefer auf und schieben Sie die Pille in den hinteren Bereich des Mäulchens. Schließen Sie es und zählen Sie langsam bis 10. Fünftens, angeln Sie die Pille aus dem Goldfischglas und die Katze von der Garderobe. Rufen Sie Ihren Partner aus dem Garten. Sechstens, knien Sie sich auf den Boden und klemmen Sie die Katze zwischen die Knie. Halten Sie die Vorderpfoten fest. Ignorieren Sie das Knurren der Katze. Bitten Sie Ihren Partner, den Kopf der Katze festzuhalten und ihr ein Holzlineal in den Hals zu schieben. Lassen Sie die Pille das Lineal runterkulmen und reiben Sie anschließend den Katzenhals. Siebtens, pflücken Sie die Katze aus dem Vorhang. Nehmen Sie eine neue Pille aus der Packung, notieren Sie sich ein neues Lineal zu kaufen und den Vorhang zu flicken. Achtens, wickeln Sie die Katze in ein großes Handtuch. Drapieren Sie die Pille in das Endstück eines Strohhalmes. Bitten Sie Ihren Partner, die Katze in den Schwitzkasten zu nehmen, so, dass lediglich der Kopf durch die Ellbogenbeuge hervorschaut. Hebeln Sie das Katzenmäulchen mit Hilfe eines Kugelschreibers auf und pusten Sie die Pille mit Hilfe des Strohhalmblasrohres in den Hals der Katze. Neuntens, überprüfen Sie die Packungsbeilage, um sicherzugehen, dass die Pille für Menschen harmlos ist. Trinken Sie ein Glas Wasser, um den Geschmack loszuwerden. Verbinden Sie den Arm Ihres Partners und entfernen Sie das Blut aus dem Teppich mit kaltem Wasser und Seife. Zehntens, nehmen Sie eine neue Pille aus der Packung. Stecken Sie die Katze in einen Schrank und schließen Sie die Tür in Höhe des Nackens.
sodass nur noch der Kopf herausschaut. Hebeln Sie das Mäulchen mit einem Dessertlöffel auf, flitschen Sie die Bille mit einem Gummiband in den Rachen. 11. Holen Sie einen Schraubenzieher aus der Garage und hängen Sie die Tür zurück in die Angel. Legen Sie kalte Kompressen auf Ihr Gesicht und überprüfen Sie das Datum Ihrer letzten Tetanusimpfung. Werfen Sie Ihr blutgesprenkeltes T-Shirt weg und holen Sie ein neues aus dem Schlafzimmer. Danach nehmen Sie die letzte Pille aus der Packung. 12. Binden Sie die Vorder- und Hinterpfoten der Katze mit Wäscheleine zusammen. Knüpfen Sie sie an die Beine des Esstisches. Ziehen Sie sich Gartenhandschuhe an. Öffnen Sie das Mäulchen mit Hilfe eines Brecheisens. Schopfen Sie die Pille hinein, gefolgt von einem großen Stück Filetsteak. Halten Sie den Kopf der Katze senkrecht und schütten Sie Wasser hinein, um die Pille herunterzuspülen. 13. Lassen Sie sich von Ihrem Partner ins Krankenhaus fahren. Sitzen Sie still, während der Arzt Finger und Arm näht und Ihnen die Pille aus dem rechten Auge entfernt. Halten Sie auf dem Rückweg am Möbelhaus an und bestellen Sie einen neuen Tisch. Und zu guter Letzt, 14. Verschenken Sie die Katze und besorgen Sie sich lieber einen Hund. Gute Unterhaltung nun mit dem bekanntesten Vorwürmern. Wir haben der Band Bon Jovi, dargebracht in einem Medley von Wolfgang Wösner von und mit der Stadtkapelle Wolfsberg. Thank you.
76 Posaunen. Gilt als Shownummer für Posaunen und stammt ursprünglich aus dem Musical The Music Man von Meredith Willson, in dem der Titelheld Harold mit betrügerischer Absicht den Bewohnern ländlicher Kleinstädte das Bedürfnis nach einer Knabenkapelle einredet. Dazu bestellt er Musikinstrumente und Uniformen und verkauft sie mit beträchtlichem Gewinn. Sobald er abkassiert hat, verschwindet er jedoch, weil er selbst weder ein Instrument spielen noch Musikunterricht erteilen kann. Mit dieser Masche reist er von Kleinstadt zu Kleinstadt und verdient sich dabei eine goldene Nase. Eines Tages wird er aber schließlich entlarvt und vor das Gericht gestellt. Als Wiedergutmachung für all seine kriminellen Machenschaften der vergangenen Jahre und mit der Einsicht, Falsches getan zu haben, verspricht er, sich ab sofort ernsthaft um die Jugendlichen zu kümmern und organisiert eine unglaubliche Musikparade, die mit dem Einzug von 76 Posaunen beginnt und einen unvergesslichen Eindruck bei den Bewohnern hinterlässt. 76 Posaunen kann Ihnen die Stadtkapelle heute leider nicht bieten, dafür aber ein sechsköpfiges, äußerst spielfreudiges Posaunenregister. Gute Unterhaltung. Thank you.
Robin und Maurice Gibb unter verschiedensten Namen auf der Bühne. Verstärkt durch den Gitarristen Vince Meloni und den Schlagzeuger Colin Patterson hatten sie im Frühjahr 1967 mit der Band Bee Gees ihren ersten weltweiten Millionenerfolg. Der dreistimmige Falsettgesang, also die hohe Stimmlage, wurde für die Band und die gesamte Disco-Ära zum Markenzeichen. Vor allem in den USA grassierte eine regelrechte Bee Gees-Mania. Im Sommer 1978 waren für einige Wochen die ersten drei Plätze der US-Charts fest in der Hand der Brüder Gibb. 2003 starb Maurice Gibb, 2012 sein Zwillingsbruder Robin. Barry Gibb lebt nach wie vor in Miami Beach. Ende 2017 wurde er von der Queen in den Ritterstand erhoben. Mit dem Eindrucks, aber auch sehr anspruchsvollen Bee Gees Medley für Blasorchester und drei Gesangssolisten von Martin Lang möchte sich die Stadtkapelle Wolfsberg bei Ihnen verabschieden und das heurige Stefani-Konzert 2019 ausklingen lassen. Wir danken für Ihren Besuch und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Und da es nur noch ein paar Tage bis zum Jahreswechsel sind, erlauben Sie mir, mich heute schon mit folgendem Gedicht von Ihnen zu verabschieden. Zu Ende gehen die alten Tage. Was war das bloß für eine Plage? Auf dem Haupt das Haar gewichen, der Jahresurlaub prompt gestrichen, der Rücken schmerzt, der Kopf ist schwer, das Auto alt, das Konto leer. Die Chefin hat stets schlechte Laune, der Nachbar spielt laut die Posaune, Verwandte kommen ungelegen, den ganzen Sommer lang nur Regen. Im Gesicht ein paar mehr Falten, die Fernbedienung will nicht schalten. Eine Rechnung hier, eine Rechnung dort, ständig ist die Brille fort. Im Winter geht die Heizung nicht und kein Ende ist in Sicht. Derselbe Trott, Tag aus, Tag ein. Im nächsten Jahr wird's auch so sein. Da nützt kein Jammern und keine Klage, gedenken wir der schönen Tage. Denn auch wenn alles bleibt, wie's war, ich sag schon mal, Prosit, Neujahr. Vielen herzlichen Dank. Thank you.
to Massachusetts. Something's telling me I must go home. Yeah.
Ich will nicht gehorsam, gezähmt und gezogen sein. Ich will nicht bescheiden, beliebt und betrogen sein. Ich will nicht das Eigentum von dir. Ich möchte auf Seis gehen und selbst sehen, wie lang's mich hält. Was geht es dich an, was ich riskiere? Ich gehöre nur mir. Willst du mich belehren, dann zwingst du mich bloß. Fliehen vor